Leipzig zu unserem diesjährigen Bezirksbahnball. Es freut uns ganz besonders, dass wiederum so viele Gäste, so viele Freunde gekommen sind. Nussbach ist diesmal der Gestalter, Mitgestalter dieses Balles. Ich begrüße alle Nussbacherinnen und Nussbacher und an der Spitze natürlich den bewährten Bürgermeister Sudasch Leo Migatin sowie Vizebürgermeister Hornhuber Hubert Migatin. Herzlichen Gruß! Meinerseits allen Ballbesuchern ein herzliches Grüß Gott. Landjugend haben wir natürlich auch hohe Prominenz und ganz hohe Leute anwesend, und zwar von der Landesleitung der Landjugend, die Judith Eitzersberger. Herzlich willkommen. Recht herzlich begrüßen darf man die Musikkapelle von Nussbach mit dem Obmann Manfred Klaffenberg, dem Kapellmeister Meinrad Trinkel und dem Stabführer Roland Kürer. Nussbach, Bauernmannsgruppe Nussbach hat diesen Ball gestaltet. Ich begrüße Bauernmann, Ingenieur Gewesober Gerhard, sowie die Ortsbärin Heidi Kogler. Einen besonderen Applaus an die zwei und ich bitte Sie, dass Sie rauskommen. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Ballbesucher, vor allem aber auch liebe Nussbacherinnen und Nussbacher. Und was mich auch gefreut ist, dass sehr viele junge Leute um die Zeit schon unterwegs sind und zu unserem Ball gekommen sind. Wir dürfen euch auch nochmal herzlich willkommen heißen. Ja. Dass das Feuer mehr konnte, als nur Speisen zu garen. So wuchs Nussbach und entwickelte sich zu einer lebenswerten Gemeinde und zu einer führenden Wirtschaftskraft. Ich darf heute als Nussbacher Bürgermeister kurz den Ort vorstellen. Ich habe so in der Geschichte, wir haben ja vor kurzem 2010 900 Jahre Nussbach gefeiert. Knappe Entscheidung, würde ich sagen. Warte mal, wie ist dein Name? Ebla Katharina. Ich glaube, dann heißt unser diesjährige Ballkönigin zu schweren Namen gesagt, dass sie mehr wie 141 Anhänger hat. Ebla Katharina. Ich hoffe, jetzt hört mir jeder. Jetzt geht es nämlich um die Tombola. Wie schon angekündigt worden ist, also die Farbe grün. Kontrolliert 28, jawohl, gratuliere recht herzlich. Okay, er hat gesagt, er ist verbürgt, lieber Kollegen.